Hallo ihr Leseratten, willkommen zum nächsten Regalbrett-Video? Bücherregal-Video, wollte ich eigentlich sagen. Regalbrett-Video, auch nicht schlecht. Und zwar diesmal sind es Reihen von Krimis, Thriller, Horror etc. Und zwar von denen, wo ich die Bände sofort lesen könnte. Wenn ich dann, nee, gar nicht wahr, wo ich sie nicht lesen kann. Aber wo welche im Regal stehen, die ich lesen kann. Bisschen kompliziert. Wahrscheinlich kriege ich einfach alle, die jetzt hier stehen. Und dann ist schön, würde ich mal meinen, oder? Dann haben wir alles mit einmal abgegessen. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen. Das wird schon. Kriegen wir noch hin, oder? Ich fange einfach mal an. So. Und zwar, ich musste eh rausnehmen, von daher ist es jetzt egal. Andreas Franz, das 8. Opfer. Nochmal Andreas Franz. Die Bänkerin und letale Dosis. Da ist hier so ein Zettel drin, weil... Genau, das ist ein Einzelband und das ist der... Moment. Der dritte Band der Julia Durant-Reihe. Also ganz schlau gemacht. Ich weiß gar nicht, wo es einordnen soll. Wahrscheinlich in die Durant-Reihe. Also, naja. Okay. Elizabeth George, keiner werfe den ersten Stein. Jetzt gibt es überhaupt mal Elizabeth George weiter, eine ganze Weile. Auf Ehre und Gewissen. Denn keiner ist ohne Schuld. Asche zu Asche. Im Angesicht des Feindes. Denn sie betrügt man nicht. Undank ist der Vater Lohn. Nie sollst du vergessen, auch richtig dick, wer die Wahrheit sucht, der nächste Mord. Dann haben wir Anne Perry, die roten Stiefeletten. Ach nee, das war ja auch, das war ja Lisa Gardner. Entschuldigung. Und Anne Perry, mehr viktorianische Morde, zwei Fälle für Charlotte Pitt. Das ist auch schon mal ein Zettel drin, aber ich weiß, wo ich da... Wann das rankommt. So, dann haben wir hier. Oh Gott. Stephen King und Peter Straub, das Schwarze Haus. Dann Stephen King, Dr. Sleep. Chevy Stevens, Never Knowing. Endlose Angst. Angst. Stieg Larsen, Verdammnis. Stieg Larsen, Vergebung. Simon Beckett, Verwesung. Jim Twining, das geheime Siegel. Giles Blunt, eisiges Blut. Ich habe leider keinen Schlag dazu. Giles Blunt, eisiger, kalter Mord. Eisiger Mord. Mord? Mond. Oh Gott, kalter Mond. So. Dann haben wir Scott McBain, das Judasgift. Kamer Leckberg, die Totgesagten. Casey Rice, Knochenarbeit. Blendet ein bisschen. Dann haben wir eine ganze Menge Martha Grimes. Und zwar Inspektor Juri küsst die Muse. Inspektor Juri bricht das Eis. Ich finde diese Cover so schön. Inspektor Juri lichtet den Nebel. Langsamer lesen. Inspektor Juri spielt Katz und Maus. Inspektor Juri steht im Regen. Inspektor Juri besucht alte Damen. Dann haben wir hier Elke Edwardson, die Schattenfrau und das vertauschte Gesicht. Dann Anne Holt, was niemals geschah. Dan Brown, das verlorene Symbol. Wolfgang Kohlbein, Sturm. Und dann geht es hier unten weiter. Mit Uxala. Aber mit Arnaldur, ne, lässt man schön selbst. Todeshauch. Leslie Glass, Brüderchen, komm, tanz mit mir. Nochmal Leslie Glass, jeder für sich allein. Und nochmal Leslie Glass, in fremden Händen. Caroline Carver, Deadhead. Jonathan Nessor, Angstspiel. Stephen King 3. Jonathan Kellerman, Mordgier. Karen Slaughter, vergiss mal nicht.
Luke Delfo ins blanke Messer. James Patterson, die sieben Sünden. James Patterson, das achte Geständnis. Paul Cleave, die Totensammler. Casey Rice, Blut vergisst nicht. Casey Rice mit Haut und Haar. Dann nochmal Leslie Glass, tiefer Fall. Und Leslie Glass, Schwesterchen, liebe Schwester mein. Schwester, liebe Schwester mein, ohne Schwesterchen. Silvia Roth, Hitzschlag. Patricia Cornwell, Brandherd. Bodil Mertensson, die Frau des Schatten. Die Frau im Schatten, oje. Ian Rankin, die Seelen der Toten. Sparkle Hater. Hater? Eieiei. Mord im Chelsea Hotel. Dann wieder Anadua sowieso. Engelsstimme. James Patterson, Rosenrot, Mausetot. Und James Patterson, Wertangst von schwarzen Mann. So. Und weiter geht es mit Martha Grimes. Inspektor Juri kommt auf den Hund. Auferstanden von den Toten. Karneval der Toten. Die Trauer trägt schwarz. Blinder Eifer. Gewagtes Spiel. Fremde Federn. Inspektor Juri gerät unter Verdacht. Ich weiß, dass er eigentlich Juri heißt, aber egal. Die Frau im Pelzmantel. Von Martha Grimes auch. Dann haben wir Elizabeth George, wo kein Zeuge ist. Und Elizabeth George, am Ende war die Tat. Und dann wieder Ecke Edwardson, der Himmel auf Erden und Winterland. Das wäre natürlich, aber es ist leider ein Band einer Reihe, deswegen kann ich das nicht im Winter einfach so weglesen. Dann haben wir Anne Dahl, Rosenrot und jede Menge Anne Perry, und zwar Verschwörung in Whitechapel, Schwarze Spitzen, Nebel über der Themse, Die Frau aus Alexandria, Frühstück nach Mitternacht und die Frau in Kirschrot. Und der blaue Paletto. Ich habe keine Ahnung. Dann ein bisschen Tess Gerritsen, und zwar Totengrund, Leichenraub und Grabkammer. Und auf zum letzten Regalbrett. Überla. Da haben wir Hakan Nessa, der Kommissar und das Schweigen. James Patterson, vor aller Augen. Anna Holt, die Wahrheit dahinter. Karin Wahlberg, ein plötzlicher Tod. Renate Klöppel, Schlangensaat. Henning Mankell, Hunde von Riga. Amy Myers, Mord im Boudoir der Königin. Elsa Nilsson, der Psychologe. Helene Thurston, Mord im Pfarrhaus. John Harvey, tiefer Schnitt. Patricia Cornwell, Scarpetta. Patricia Cornwell, Blut. Camilla Leckberg, Camilla Leckberg, der Leuchtturmwärter. Sabine Tiesler, bewusstlos. Nick Stone, Todesritual. John Nessor, der Sohn des Teufels. Hakan Nessa, Münsters Fall. Heißt das nur Münsters Fall? Natürlich immer schön, wenn es genau drauf klebt. Ja. Okay. Mary Jane Clark, versteck dich, wenn du kannst. Doris Gerke, zwischen Nacht und Tag. Jens Östergaard,
im Licht des Bösen. Und dann haben wir es auch fast geschafft. Und zwar Lisa Jackson Desire, Jo Nesbø Leopard, Tanja Plewa Totenreich, Totenpech, Greg Iles 24 Stunden, Jo Nesbø Das fünfte Zeichen, John Sinclair Das große, Konsue Das bittere Sterben, aber das ist Teil 2 irgendwie von einem, es gibt noch ein anderes Heftchen davor. Dann Michael Robertham, sag es tut dir leid. Warum packe ich jetzt alle da hin, weiß auch kein Mensch. Kay Hooper, Die Augen des Bösen. Lisa Gardner, Ohne jede Spur. Dean Koons, Frankenstein, Die Kreatur. Nora Roberts, Ist J.D. Robb ein gefährliches Geschenk. Arne Dahl, Gier. Robert Marcello, Knochengrube. Jo Nesbø, Koma. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Aber mir fehlt immer noch der vierte Band, um weiterlesen zu können. Patricia Cornwell, das letzte Revier. Patricia Cornwell, Der Keim des Verderbens. Jo Nesbø, Der Erlöser. Patricia Cornwell, Die Tote ohne Namen. John Verden, Schließe deine Augen. Patricia Cornwell, Vergebliche Entwarnung. Dann Patricia Cornwell, Totenbuch. Patricia Cornwell, Trübe Wasser sind tief. Kalt. Meine Güte. Helen Thurston, Die Tote im Keller. Mit Lesezeichen. Und Patricia Cornwell, Staub. So, jetzt habt ihr alle meine Bücher gesehen. Und mein Arm ist total lahm. Gut, und ich kann mich jetzt ranmachen und zu sortieren. Das sieht jetzt hier alles aus. Ich habe das mal chaotisch gemacht. Ist eh egal, weil die sowieso jetzt alle nicht mehr da stehen werden, wo sie jetzt standen. Na gut, das war's für meinen Bücherregalen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, bye bye.